Zack, gehakt. Und, Alter, dicke, fette Lauben wollen wir rausziehen. Alter, so soll das sein. Ich habe gerade mal so ein bisschen rumgeforscht und rumgesucht und da ist mir im russischsprachigen, im VK ist mir hier ein Laubenspot aufgefallen. Da habe ich mir gedacht, Alter, Laube ist ja genau das Richtige, wenn man später nochmal auf Weißlachs gehen will. Also Attacke, Vollgas und mal ein bisschen rumprobieren, ob man nicht noch ein paar Lauben rausziehen kann. Und Laube ist natürlich auch immer wichtig für alle, die gerade frisch im Game sind und mit der Stippe hier stehen und sich dann denken, Alter, ich brauche ein paar Kohlen, ich brauche ein paar kleine Fische, deswegen Lauben und Hasel immer testen. Ja, und ich stehe hier am Windenbach natürlich und teste da am liebsten dann natürlich auf Lauben und bin auch nicht böse darum, wenn hier mal Haseln reingehen. Gerade eben erst hierhin, zweiter Mal ausgeworfen, gerade war schon eine Nase dran und jetzt direkt die Laube. Und ich stehe hier tatsächlich nicht mit der Stippe, weil ich einfach nicht so der Stippen-Fan bin. Ich stehe hier viel lieber mit der kleinen Bollo. Ist jetzt vielleicht für den Anfänger nicht zwingend das A und O. Aber wenn ihr auch Schwierigkeiten habt mit... Na komm mal ran hier, Alter. Dübel, auch nicht schlecht. Wenn ihr Schwierigkeiten habt mit dem Stippen, wäre das halt durchaus eine Möglichkeit, dass man sich hier eben auch ans Posenangeln begibt. Zack. Weil eben das Haken so viel leichter ist. Alter, 103, ey. Das war schon mal ein mächtiger Prügel für so eine olle Laube. Ja, wie gesagt, das Anhaken deutlich einfacher, deutlich leichter mit der Bollo als zack. Ihr seht, es klappt einfach. Als eben mit den Stippen. Weil der Vorteil ist, oder das Einzige, was ich hier mache, ist schnelles Einkurbeln. Natürlich achte ich auch darauf, dass nicht so viel Schnur im Wasser treibt. Das heißt, wenn hier ein paar Meter Schnur im Wasser treibt, ist es natürlich immer schwieriger. Aber so darf das hier jetzt gerade gehen. Das ist auch eine gute Frequenz für Laube. Denn wir brauchen ja viele Lauben. Wenn wir, wie gesagt, später auf Weißlachs gehen wollen, dann wäre das doch der Oberhammer. Hier schön einmal den Kescher voll machen, viele Köder und dann zack. Oh, da war aber schnell. Vielleicht ein Frosch oder sowas. Nee, wieder ein Döbel. Krass. Ja, und das ist halt so der Punkt, ne? Wäre man jetzt hier mit der Stippe, dann sind eben auch solche Kandidaten deutlich schwieriger. Und dadurch, dass ich ja hier mit der Rolle stehe, kann ich natürlich auch den dicksten Brocken einfach entspannt müde drillen. Auch ein Riesenvorteil. Na, der war aber sehr klein. Auch ein Riesenvorteil, wie gesagt. Und wie gesagt, es hakt halt deutlich einfacher. Auf Set gehe ich gleich natürlich auch gerne nochmal drauf ein, wie das Ganze denn oder was das für ein Set ist, wie es zusammengebaut ist. Wichtig natürlich auch immer beim Laubenangeln relativ oberflächennah. Also wir wollen ziemlich weit oben die Laube jagen. Das heißt, ich bin hier eingestellt auf einer Tiefe von 17 cm. Und ja, ich sag mal so bis 20, 25 cm kann man da ruhig gehen. Und von den Ködern kann man wild testen. Wenn man jetzt zum Beispiel keine Fliegen hat, man kann auch mit der Perlengraupe, mit dem Perlengraupenbrei kann man es versuchen. Zuckmückenlarve. Natürlich könnte man auch mit der Made da mal ran oder Kaster. Aber da gehen natürlich dann auch vielleicht ein bisschen mehr Haseln drauf. Das heißt, dann ist das nicht so ganz gezielt oder noch gezielter eben auf die Laube. Da hat man eben doch noch ein bisschen mehr anderes. Beifang. Ja, warte. Irgendwas Kleines. Doch noch gehakt. Komm ran hier. Ja, ich sehe schon die ganz Kleinen. Die werden schon ein bisschen schwierig. Gerade halt, wenn die mit der Strömung ziehen. Und ich ziehe jetzt hier auch gerade so in diese Richtung. Zack. Aber ihr seht, es hakt. Das ist einfach zu geil, ne? Und da sagt mir immer einer, das wäre irgendwie mit der Stippe leichter. Ich kriege da immer Plack, Alter. Du weißt, und dann verhaust du schon die ersten zwei oder drei und dann macht das schon einfach keinen Bock, oder? Das olle Stippen. Aber ich muss mich trotzdem immer mal wieder überwinden sozusagen. Denn auch Stippen
Gerade so mit diesen Ultralight-Stippen und so, kann auch sehr geil sein. Zack. Wham, guck mal hier. Maximal rein, Alter. Alter, hier auf dem Mini-Ding. Hart am Limit. Komm mal ran hier. Da wäre doch die Stippe schon durch, Alter. Safe. So. Ruhig, Brauner. So muss das. Richtig schön rein in den Blank. Wir wollen hier schön Druck ausüben auf die Rute, damit das schön abgefedert wird alles. So, und dann lüpft das auch. Und dann ein bisschen ziehen hier. Vielleicht noch ein bisschen lenken. Und schön nach oben. Die Rute kann am besten in so einem 90-Grad-Winkel sein. Da haben wir den meisten Druck dann auf dem Fisch und das wird dann schön gefedert. Guck mal, ein Rapfen, Alter. Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Alter, der hat noch richtig Bock. Komm ran hier, Alten. So, jetzt hat er verloren. Jetzt guckt er hier in meine Richtung. Ja, jetzt. Den ziehen wir mal hier so vorne ran. Und drüber laufen. 1,1er Rapfen. Das ist aber geil, ey. Die bringt auch ganz gut Kohle. Mega, ey. Zack. Und wieder raus damit. Jetzt weiß ich ja, ich kann die Bremse. Ja, machen wir mal so. Ich kann die Bremse gut belasten. Übrigens vom Setup her, von der Bremse, ich bin hier mit dem billigsten vom Billigen unterwegs. Bis auf die Schnur. Microbraid als Schnur immer noch verwendet. 2,7 Kilo Tragfähigkeit. Alter, es ist so geil, ne? Da sagt mir mal einer, Alter, es ist einfach, wie gesagt, es ist so gut. Also wie gesagt, Einholgeschwindigkeit, das ist jetzt das A und O, ne? Einholgeschwindigkeit auf 50, maximale Einholgeschwindigkeit. Bremse halt anpassen, immer anfangs lieber ein bisschen zu low als zu hoch. Jetzt nach so einem dicken, fetten Drill weiß man ja, wo das Maximum ist, dass es dann halt nicht in den ganz tiefroten Bereich geht. Soweit wissen wir das jetzt schon. Bremse ist eingestellt, Einholgeschwindigkeit und dann eben plus Shift, also beim Einkurbeln, sobald der Fisch jetzt quasi anbeißt und runter geht, beim Einkurbeln halt Shift gedrückt, linke Maustaste gedrückt, zack, und dann mit der rechten nach oben und da ist er. Na, da kommt doch bestimmt gleich noch ein Trophy, ey. Ich sehe jetzt schon kommen. Hakengröße, da gibt es viele Variationen. Ich bin ein Riesenfan vom 18er Haken, weil der 18er Haken einfach die dicken Dinger liefert. Ich will hier nicht irgendwelche kleinen Lauben. Die Lauben, die können gerne ein bisschen saftiger sein und ein bisschen dicker sein. Man kann es auch mit einem 22er Haken versuchen. Weiter drunter würde ich, glaube ich, nicht gehen. Dann kommen zu viele unmaßige. Wobei ich gerade auch schon gesehen habe, Kaffeeauftrag. Was haben wir da drin? Ich glaube, 5 Stück für 5 Lauben mit 20 Gramm sind drin. Kann man natürlich dann auch ganz gut machen, wenn man hier jetzt gleich so ein bisschen Beifang hat an Lauben, an kleinen, dass man die dann irgendwie einfach los wird. Wäre natürlich durchaus eine Option. Jetzt gucken wir gerade mal. Eins ziehen wir nochmal eben raus oder auch nicht. Perfekt. Und dann gucken wir gerade nochmal eben rein. Das Laubengewicht für Köderfische. Wo haben wir sie denn? Was brauchen wir denn eigentlich? Wir brauchen... Ah, unten mal eben kurz weggeklickt, die eine Laube. Jetzt wird es angezeigt. 40 bis 70 Gramm ist es. So. Also 40 Gramm Laube bis 70 Gramm Laube kann verhackt Stück werden. Das ist also richtig gut. Ich bin hier gerade von 41 sogar bis 61. Also ich bin gerade ganz gut dabei mit der Größe. Passt richtig gut. Ein paar sind dabei, die ein bisschen größer sind. Was waren dann welche bis über 100 Gramm? Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Zwischendurch nochmal die eine oder andere Trophy vielleicht ziehen. Und dann lüppt das. Also im Großen und Ganzen richtig gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf Setup ein. Und dann haben wir eigentlich auch schon das Ganze. Dann werden die Lauben gleich zerwurstelt zu Köderfischen. Ja, und dann geht's ans Weißlachsangeln, ne? Na, geht da noch einer? Da geht nochmal eben einer. Zack. Dankeschön. Eine kleine mit 25. Raus damit. Also, ich stehe hier oben an der Position. Wer es noch nicht entdeckt hat oder erkannt hat, an dem 1,5 Meter Loch. 106, 122. Hier ist ja direkt der Eingang zu diesem Seitenarm hier am Windenbach. Und von der Entfernung, was sind das? Ich werfe da vorne in den Schatten. Denkt euch was aus, keine Ahnung. Ich wäre beim Stippen, also hier wird nicht geklickt, Alter.
Hier wird einfach nicht geklippt. Man hat hier eine feine Pose als Wurfgewicht, leicht ausgebleit und gut ist. Und dann wirft man da halt so ganz knapp hin. Setup übrigens, auch nicht gehakt. Setup wie folgt aufgebaut. Das ist die billigste Bollo-Route, die es im Shop gibt. Die billigste Bollo-Route, ich habe sogar ein bisschen dicker. Ich dachte, ich hätte Microbraid. Ich bin ein bisschen dicker unterwegs. Also, billigste Bollo-Route, 3,8 Kilo mit der billigsten Rolle. Oder die zweitbilligste, kostet glaube ich einen Silber mehr. Die 3000er Rolle ist da drauf. Und ich habe die Snake Invisible drauf. Das ist die, gehen wir mal im Detail drauf. Hier ist sie, die Monoschnur Invisible. Richtig schön, also recht dünn mit 0,16 mm. Und eben so eine Invisible, sehr schön transparente Scharnur. Die ist mit drauf, passt natürlich auch perfekt, 3,7 Kilo zu der Maximaltragfähigkeit der Route 3,8, also knapp darunter. Heißt also, auch wenn ich da mal irgendwie Fettfinger und aus Versehen was zumache, würde mir vielleicht eher noch die Schnur abreißen, bevor mir dann die Route bricht. Also die ist natürlich ein bisschen darunter. Ja, und dann kann das Ganze dann hier einfach nur mit dem ollen Federkiel, den gibt es ja auch gratis am Waldsee, wenn man sich die Ersatzrute holt. Ganz leichtes Dingen. 18er Haken, da habe ich natürlich eine vernünftige Qualität an Haken genommen. Und dann hier Fliegen oder diese Köderkombination. Fliege, Zuckmücke jetzt gerade. Wenn ihr Köderkombi noch nicht könnt, das ist halt im Posenangeln relativ weit, so ein bisschen Richtung Ende geht das dann eher. Dann kann man das erst machen, Köderkombination. Dann einfach mit der Fliege testen oder halt, ne, Zuckmücke, habe ich ja gerade schon alles gesagt, was da reingeht. Und wie gesagt, mit dem Set ist, wie gesagt, für mich das Posenangeln deutlich angenehmer geworden. Diese ganze Qual mit dem Rumgestippe, auch auf Frösche zum Beispiel, das ist so geil. Einfach drei Ruten hinlegen auf Frösche, sobald ein Raketenfrosch reingeht, zack, aufheben, zumachen das Ganze. Und dann geht er vielleicht noch ein bisschen in die Bremse, aber dann hat man ihn. Und dann ist der Drops gelutscht. Dann reißt der einem nicht irgendwie was ab. Oder flutscht direkt wieder raus oder so Sachen. Deutlich, deutlich angenehmer, wenn man hier mit diesen Dingern rumhantiert. Preislich, ich meine, die liegen unter 100 Silber. 60 oder sowas, um die 60 Silber. So wahnsinnig viel ist es, wie gesagt, nicht. Und damit ist, wie gesagt, eben auch das Posenangeln angenehmer. So, ja, das dazu, das zu dem Spot, das zu den Lauben, zieht raus die Brocken und dann wünsche ich Petri beim Trophy Hunten auf Laube und noch viel mehr Petri, wenn ihr gleich auf Weißlachs geht. Reingehauen, ihr Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren, hilft mir mega und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.